Ja, Freunde, es geht weiter mit dem großartigen Rambo-Spiel. Wir starten direkt mit der nächsten Mission. General Troutman blamed himself for what Rambo did to the cops in Washington. But it was Rambo who went to jail, so Troutman pulled strings. John, I'm sorry they sent you to such a hellhole. I've seen worse. Yeah, you have, haven't you? John, I told you that I'd help you when I could. A covert operation's being geared up in the Far East. Your name was dug out by the computer as one of three most able to complete the mission. Mission? Recon for POWs in Nam. Prison camp you escaped from at 71's a target area. Nobody knows that terrain better than you do. The risk factor is very high. You'd be temporarily reinstated in the forces, and if the mission's successful, there may be a presidential pardon. You interested? Yeah. Long trip just for empty camp, Rambo. Camp empty, you see? Look. Go closer. But your orders, what about them? No more orders, Cole. Wir sind wieder zurück im Dschungel von Vietnam. Mittlerweile von der Story her sind wir auch in Rambo 2, der Auftrag, angekommen. Wir müssen jetzt hier durch die Gegend vorsichtig schleichen. Und hier sehen wir ihn, den legendären Bogen. Denn bevor man seinen Bogen in Far Cry 3 oder Crysis 3 gespannt hat, hatte John Rambo schon den Bogen in der Hand. Man könnte sagen, Rambo ist der Urvater der Bogenspanner. Und niemand kann so gut mit dem Bogen umgehen wie er. Okay, kriegen wir den? Natürlich kriegen wir den. Wunderschöner Schuss. Und auch hier wieder das Level-Design sehr stimmig. Würden die Gegner nur etwas mehr Vielfalt bieten, dann wäre das Spiel eigentlich gar nicht mal so übel. Alles klar, den haben wir. Sogar die Brücke runtergeschleudert. Okay, der nächste Kollege. Oh yes, wunderschöner Schuss. Aber der Bogen spielt sich auch gut. Warum zur Hölle hat Rambo so einen Riesenschädel? Der sieht irgendwie sehr unnatürlich aus. Als hätte der Mann eine schlimme Krankheit. Ich bin bereit. Perfekt. Kehlenschlitzer. Okay, den hier. Ja, die Welt sieht eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Da kann sich diese schlechte Grafik irgendwie sehen lassen. Okay, hier müssen wir schnell sein. Aber für uns kein Problem. Der Meister mit dem Bogen. Und flop. So, es macht schon irgendwie Laune. Der Hut ist unten. Ein Hutschuss. Okay, dieses Gesicht kann ich meine Mutter lieben. Chẳng có thằng nào đến đây bao giờ cả. Mày có nhìn thấy con điếm ở với thằng sĩ quan?
Ja, die Sprache stimmt, aber das Aussehen. Die sehen keinen Meter aus wie Vietnamesen. Oh, Rambo. Ich bekomme jedes Mal Angst, wenn ich deine Fresse sehe. Yep. Und komm schon. Der sitzt. Na, wir holen hier ziemlich gut Punkte. Direkt in die Nase rein. Aber Rambo war doch gar nicht so hässlich. Ich meine, es geht schon. Sah jetzt nicht wirklich gut aus, aber so? Da haben sie ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich in Gedenken an den neuen Sylvester Stallone. Der sieht ja mittlerweile auch gar nicht mehr so frisch aus. Aber seine Filme schaue ich mir immer noch gerne an. Also die neuen. Ich find's cool. Er ist ja auch mittlerweile 68 Jahre oder sowas alt. Geht auf die 70 zu. Und dafür dann noch so ein Körper. Schon irgendwie krass. Klar, da wurde viel gemogelt, aber dennoch. Ist eine Leistung. Nein! Oh! Da schießt man einmal daneben und bekommt direkt eine Kugel rein. Okay, den machen wir. Also hier muss wirklich alles sitzen. Was haben wir denn da hinten? Da hinten wurde einer gekreuzigt. Ich habe ja den vierten Teil gesehen und den fand ich von der Gewalt her schon ziemlich extrem. Und wir müssen uns bereit machen. Der war gut. Lieber gut als tot. Der hier ist so oder so tot. Okay, jetzt geht's los. Und hier müssen wir wenigstens niemanden entwaffnen. Na, hier drüben. Der will von der Seite kommen. Kein Thema für mich. Endlich wieder Headshots. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Bruder. Der eine war noch am Leben. Ich hätte wirklich gedacht, der wäre tot. Der sah nämlich gar nicht mehr so frisch aus. Aber naja, wir machen hier eine Rettungsmission. Von der Story her stimmt's. Alles klar, lassen wir es explodieren. Deckung, Deckung, Deckung. Nachladen. Wow, die können mir hier die Deckung wegholen. Ganz mies. Dann holen wir uns ein bisschen Lebensenergie. Sauber. Klone! So viele Klone! Das sind doch Amerikaner! Das sind unsere Jungs! Rambo, was machst du? Die sehen wirklich nicht aus wie Vietnamesen. Ich bin so enttäuscht. Perfekt. Alles klar, wir gehen hier ziemlich gut ab. Es macht aber wirklich Laune. Ah, der eine da drüben. Er dachte, er wäre in Sicherheit. Tja, warst du dann wohl doch nicht. Deckung, Deckung, Deckung.
Wir hätten wieder Energie, aber wir sollten die Energie sparen, denn wirklich viele sind hier nicht mehr am Leben. Okay, die machen wir noch. Die machen wir noch. Sollen wir hier Energie mitnehmen? Oh, hier schön im Wasser drin. Okay, wir nehmen Energie mit. Alles klar, wir sind wieder voll. Wow. Mission accomplished. Und die Mission ist erledigt. Ein bisschen Abzug wegen dem Tod, aber sonst bin ich ganz zufrieden. Ein Stern will mal eben. Und wenn wir hier reingehen, dann können wir hier Fähigkeiten mitnehmen. Ihr seht, ich habe einige mitgenommen. Ich bin hier auf Zähigkeit gegangen, damit wir eben weniger Schaden bekommen. Dann habe ich hier ein bisschen die leichten Waffen gelevelt. Und die Wut, hier kann man sogenannte Bonis mitnehmen. Perks kann man sagen. Hier bekommen wir ein bisschen schneller Wut dazu. Und bei dem hier, Moment, da bekommen wir, ich glaube, schneller Lebensenergie dazu. Ja, hier, Kills bringen im Wutmodus 25% mehr Leben. Und wir springen jetzt direkt in die nächste Mission. So viele Charlies, die können wir aus der Deckung holen. Der Helm ist unten, der Schädel auch. Alles nur Klone, Gebrüder. Hinter mir, John Rambo kennt keinen Hinten. Wir schauen immer nur nach vorne. Na, Mist. Perfekt nachgeladen. Okay, wir brauchen Explosion. Bonuspunkte durch Explosion. Immer eine gute Idee. Wow, der Schädel ist unten. Okay, direkt eine Granate hier drüben hin. Sehr schön. Eine Bootsmission. Na, sowas kommt immer cool. Einmal. Wir haben auch Lebensenergie für unser Boot. Na, wir müssen ein bisschen näher ran. Na, komm schon. Wir haben es beinahe. Na also. Okay, das Ganze hier nimmt kein Ende. Oh nein, die Hälfte meiner Lebensenergie ist schon weg.
Auf die Minen. Okay, wir laden durch. Wir kommen hier gerade ziemlich gut Punkte. Ja, 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 ich weiß. Nerv nicht rum. Yo! Min, min, min. Wow. Oh, da gehen wir rein. Wir halten so scheiße wenig aus. Komm schon, kriegen wir auch Lebensenergie für unser Boot. Das wäre irgendwie geil. Denn wir brennen schon. Oh Gott, wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Ich habe keine Ahnung, ob wir das hier überleben. Ja, ja, ja. Halt's Maul und Feuer. Hinter mir, hinter mir. Ich bin am Sack, ich bin am Sack. Oh, nee. Was haben wir da drüben? RPG. Okay, das hier eben gerade war eine ziemlich enge Kiste. Und jetzt haben wir hier noch den Mörser. Na, Mist daneben. Konzentration. No! Hui! Okay, sehr gut. Die Lebensenergie sieht noch ganz ordentlich aus. Also bei der nächsten Welle sollten wir schauen, dass wir unseren Rage-Modus verwenden. Ich glaube, hier wäre ganz gut. Oder auch nicht. Absolute Verschwendung. Doch wer konnte dies ahnen? Nein, daneben. Doch, doch, wir haben es hinbekommen. Hier braucht man Reaktionen wie eine Katze. Los geht's. Wow, 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 wow. Jungs, ziemlich viele. Ladehemmung. Eine ganz miese Ladehemmung. Holy shit! Deckung, Deckung, Deckung! Relay the command. Rambo's found one of ours. Dragonfly 1, this is direct order from Wolf Den. Abort your rescue mission immediately. We're not, for Christ's sake, we've got him in sight. Abort. Abort. We're going down. Sit down now. Come on. There's men down there. Our men. You mean your men. Now sit down, sir. Don't leave.
Okay, Freunde, wieder eine Mission beendet und mal sehen, ob wir Level Up werden. Rang 8 werden wir Rang 9. Nee. Aber im nächsten, da werden wir definitiv Rang 9 und dann können wir uns neue Fähigkeiten dazu holen und wir machen direkt die nächste Mission.